Kriegsreporter in Krisengebieten, die das Geschehen einordnen können und dann vielleicht der Wahrheit zumindest annähernd nahe kommen, so wie die Amerikanerin Mary Colvin. Sie war jahrelang mittendrin und oft selbst unter Beschuss. Und jetzt beschäftigen sich gleich zwei Filme, nämlich eine Dokumentation und einen Spielfilm mit ihrem Leben und mit ihrem Tod. Denn vor 7 Jahren ist Colvin in Syrien von einer Granate getötet worden. Von diesem Einsatz kehrte sie nicht zurück. Baba Amr, ein Stadtteil von Homs in Syrien. Kriegsreporterin Marie Colvin ist eine der letzten westlichen Journalisten vor Ort. Berichtet für die Sunday Times über den Witwenkeller, wie sie ihn dort nennen. Frauen und Kinder harren hier aus, denn der Stadtteil wird durchgängig bombardiert. Am Satellitentelefon sagt sie noch zu mir, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und ich, wie wirst du da rauskommen? Was ist der Plan? Nach einer Pause dann sie, es gibt keinen. Da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Part of it is, man kommt nicht ans Ziel mit zu viel Angst. Die Angst kommt, wenn alles vorbei ist. Marie Colvin war eine Frau der Extreme. In ihrem Leben hat sie mehr Kriege gesehen als so mancher Soldat. Sie blieb meist länger. Sie war meist näher dran, sei es im Irak, Afghanistan oder Libyen. Eine Kugel ist so nah eingeschlagen gerade eben. Gaddafis Truppen sind direkt vor uns. Scharfschützen kommen von der Seite. Und es wird immer mehr. Wir sind mitten im Feuergefecht. Dennoch zollten selbst ein Gaddafi oder ein Arafat ihr Respekt. Colvins Markenzeichen, die Augenklappe. Sie trug sie, seit sie in Sri Lanka von einem Granatsplitter getroffen wurde. Auch unter Korrespondenten war sie berühmt und berüchtigt. Ich habe Marie als sehr aufmerksame und leidenschaftliche Journalistin erlebt. Aber es war auch ein getriebenes Leben mit viel Alkohol, immer am Limit. Umso erstaunlicher, dass es 7 Jahre gedauert hat, bis ihr Leben und das tragische Ende verfilmt wurden. Colvins Pendeln zwischen zwei Welten. Im Spielfilm verkörpert das Rosamund Pike erschreckend genau, war damit für einen Golden Globe nominiert. Colvins Ehen scheiterten. Sie hatte 2 Fehlgeburten, litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und doch zog sie immer wieder los. Da war etwas, wenn sie an die Front gezogen ist, das ihr eine Freiheit ermöglicht hat, sich selbst und die eigenen Sorgen komplett beiseite zu schieben. Denn es war klar, dass andere jetzt im Mittelpunkt standen. Mich interessiert nicht, ob das ein T-52-Panzer ist oder T-72. Es geht immer darum, was die Menschen durchmachen. Immer wieder versuchten ihre Chefredakteure, sie zurückzubeordern. Immer wieder entschied sie selbst, zu bleiben. Wenn die Menschen nicht weglaufen können, warum sollte ich das dürfen, war ihre Devise. Auch bei ihrem letzten Einsatz in Syrien. Marie hat fest daran geglaubt, vor Ort etwas verändern zu können. Wie kann ich sie einfach verlassen? Dann sterben doch nur noch mehr umsonst und werden vergessen. Marie Colvin wollte vor allem eins, Augenzeugin sein. This is the worst conflict I've ever seen. Am Ende hat sie dafür ihr Leben gegeben. Am Morgen nach ihrer letzten Live-Übertragung im Februar 2012 fielen Bomben auf das Haus der Journalisten in Baba Amr in Syrien. Journalistin! Ladies and gentlemen, unsere
unserer Auslandskorrespondentin des Jahres, Marie Cobb. Wo haben Sie die Augenklappe her, Marie? Na, von der Schatzinsel. Ich brauche Fotografen. Bist du gut? Der Beste. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich würde dich eine Pussy nennen, aber Pussys sind verdammt hart drauf. Krieg ist für Regierungen nicht so schrecklich. Sie werden nicht verwundet oder getötet wie normale Leute. Wir müssen das Wesentliche erzählen. Wenn wir das nicht schaffen, dann helfen wir überhaupt nicht. Also sind Sie bereit, Ihr Land in den Bürgerkrieg zu führen? Was ist passiert? Granatenangriff! Wenn dich Regierungstruppen erwischen, töten sie dich. Ich habe jede Nacht Albträume. Du hast mehr Kriege erlebt als die meisten Soldaten. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich hasse es, in Kriegsgebieten zu sein. Aber ich fühle mich auch gezwungen, es mit eigenen Augen zu sehen. Weil du süchtig danach bist. Wenn du das Satellitenfon benutzt, wissen die Drohnen, wo wir sind. Wir haben keine Zeit mehr! Niemand bei klarem Verstand würde tun, was du tust. Sie sollte da schleunigst raus. Ich muss wieder zurück. Wir werden verdammt nochmal sterben, wenn wir nicht abhauen. Ich will, dass die Welt ihre Geschichte erfährt. Du hast von Gott das Talent, Menschen dazu zu bewegen, dass sie helfen. Noch am Leben zu sein. Ich sehe es, aber du es nicht sehen musst. Gibst du deine Überzeugung auf? Welche Hoffnung bleibt uns anderen dann noch? Vielleicht hätte ich einfach ein normaleres Leben führen sollen. Aber vielleicht wüsste ich auch gar nicht, wie das geht.